Hallo und willkommen zum Short Review Podcast mit Sascha. Letztes Mal haben wir über die Comic Con San Diego gesprochen, über die ganzen Filme, die dort vorgestellt werden oder wurden für das nächste Jahr. Gleichzeitig wurden aber auch eine ganze Menge TV-Serien angekündigt oder überhaupt darüber gesprochen. Und auch das wollen wir jetzt tun. Ich habe wieder Claudia an meiner Seite. Schön, dass du dabei bist. Ich danke dir für die Einladung, Sascha. So, und jetzt fangen wir gleich an, ohne uns zu erklären, was die Comic-Con war. Denn die haben Serien und Filme rausgeklatscht ohne Ende. Und am Anfang waren natürlich einige Serien, die eine neue Season bekommen haben. The Orville bekommt die dritte Staffel. Ist fast schon gleich gestartet jetzt im Herbst. Ja, und Seth MacFarlane, ein altes Urgestein der San Diego Comic-Con, willkommen natürlich von den Fans, alle haben sich gefreut. The Orville ist in den USA und im englischsprachigen Raum ein wenig erfolgreicher als bei uns. Das hängt, glaube ich, auch ein bisschen mit dem nicht immer so eins zu eins übersetzbaren Humor zusammen. Und die haben sich natürlich auch entsprechend gefreut. Dieser Ed Mercer, dieser fiktive Kapitän, den Seth MacFarlane da spielt. Und wir sind gespannt, was die dritte Staffel bringen wird, ob sie weiter so, Entschuldigung, auf die Kacke hauen, aber ich denke ja, und sie werden dadurch dieses Space-Genre auch weiterhin lustig befruchten, denn es hat ja anderen Serien geholfen. Es gibt jetzt also wieder andere sogenannte Space-Operas, aber dafür sprechen wir noch später. Genau, also es ist natürlich immerhin, wenn man es so sieht, bleibt es dabei, dass es diese Persiflage auf Star Trek und auf das ganze Universum im Science-Fiction-Bereich ist. Und natürlich wird, ganz wie er damals auch South Park und so geschaffen hat, die ganze Gesellschaft mit kritisiert und es wird darüber ein bisschen sich ausgelassen. Also das passiert wieder in verrückten Folgen, abgedrehten Situationen. Und da kann man sich eigentlich auch drauf freuen dann eigentlich. Richtig, und er hat genug Background-Material. Wir alle wissen, es gibt viele, viele Serien, auf die er noch zurückgreifen kann, um sie zu persiflieren und sich darüber lustig zu machen. Und ich denke, das wird er auch weiterhin machen. Und er wird auch, wenn das auf dem Tempo oder dieses Timing weiterhin so funktioniert im Original, wird der auch noch eine vierte Staffel kriegen. Davon bin ich überzeugt. Bisher sind alle Anzeichen so, dass es weitergehen wird. Aber deswegen braucht man auch nicht, die Serie ist mittlerweile auch hier gelaufen, die zwei vorigen beiden Staffeln. Deswegen können wir auch, denke ich, sagen, dass die entweder sogar recht schnell, in Deutschland ist es jetzt ja auch so, dass sie recht schnell im Deutschen synchronisiert und rüberkommen. Ich kann mir vorstellen, dass wir auch im Herbst die neue Staffel sehen oder spätestens zum Januar hin. Richtig. Ist eine Vermutung, Gewissheit haben wir da noch nicht. Also, ja. Das warten wir es ab, das kommt immer dann auch auf die entsprechenden Senderverbunde an, wer da welche Rechte wie schnell hat, aber ich gehe fest davon aus, dass das weiter in der Pro7, Sat1, Kabel1 Mediengruppe bleiben wird. Denke ich mir auch. Die nächste Überraschung war die finale Staffel von The Man in the High Castle. Die Fans haben sich gewundert, es war eine längere Zeit Ruhe dort. Keiner hat wirklich gesagt, gibt es nun eine vierte Staffel oder auch nicht. Und man muss dazu sagen, für alle, die jetzt sagen, was ist The Man in the High Castle, nicht alle haben das hier in Deutschland gesehen. Die wurde auch hier nicht ganz so massiv beworben wie vor allen Dingen in Amerika. Also ich bin mal in New York gelandet 2013 und auf dem Flughafen war ein riesengroßes Poster der Freiheitsstatue, die da mit angewinkeltem Sieg Heil Arm war und das war dann eben die Ankündigung, dass die Dreharbeiten begonnen hatten und man das eben verfilmen würde. Und wir wissen alle hier in Deutschland, es ist mit offen gezeigten Nazi-Symbolen, tut man sich so schwer, gerade in TV-Serien. Genau. Und man will das ja auch hier nicht verharmlosen. Wir haben den geschichtlichen Hintergrund, ist ja nun mal so. Und dort drüben geht man sehr viel lockerer damit um. Die erste Staffel führte sogar dazu, dass es in Teilen der USA so eine Art Fankult um das Ganze gab, der vielleicht in eine Richtung ging, was die Macher auch nicht wollten. Denn die Geschichte, diese Was-wäre-wenn-Geschichte ist natürlich eine andere und hat einen anderen Ausgang. Und angedacht waren ursprünglich mal
machen ja die Kreativen gerne, dass sie so 5 Staffeln andenken. Jetzt sind es nur halt genau dieser 5-Jahresplan, auch um eben entsprechend die Studiokapazitäten, Kostüme und Ähnliches gut akquirieren und absetzen zu können. Und jetzt sind es nur 4 Staffeln. Die sind alle sehr, sehr hochwertig, das muss man sagen. Es ist auch etwas Zeit vergangen, seit also die letzte Staffel abgedreht war. Also deswegen waren ja auch sehr viele erstaunt, dass dann diese Ankündigung war, sehr überraschend dann für die auch. Gut, Amazon Prime, darauf wird es laufen wieder, arbeitet halt ein bisschen anders in dieser Art. Ich hatte auch einen Vorteil, es war sehr überraschend, die Leute waren sofort geflasht, wie man sagt. Ja. Und es wird sicherlich auch dann seine Begeisterung wiederfinden. Nun muss ich dazu sagen, also mein Hauptkritikpunkt ist, es ist eine Serie, in der fiktiv ja das Nazireich den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat und alle, und das ist immer diese lustige Überraschung, dass also alle ranghohen Gruppensturmführer und wie sie da alle so wunderbar heißen, werden von Engländern gespielt. Und das ist immer schon so, da kann ich dann irgendwie nur drüber lachen, weil als ob sie so die besseren Nazis sind. Ich weiß, jetzt gibt es bestimmt Leute, die sagen, wie kann sie sowas wagen zu sagen, aber ja, meine Güte, ein Deutscher oder ein Österreicher hätte es auch getan und wir wissen alle, wir haben gute Schauspieler und die hätten wahrscheinlich auch ein paar von denen an die Wand gespielt, weil dieser Möchtegern-Nazi-Deutsch-Akzent, der ist immer, weiß nicht, so lang. Aufgesetzt ja, und wir haben 2019, also irgendwo ist es mal vorbei mit den Klischees von den bösen Crowds. Ab und zu funzt es ja noch, aber so eine ganze Serie darüber. Also es war nie, man hört raus, es war nie so das meine komplett. Für alle Fans der Serie, Entschuldigung, aber jeder hat so seinen Fable aber, für eine Serie. Sie ist, wie gesagt, wie wir schon sagten, qualitativ sehr hochwertig. Ja, spannende Serie. Geschichten, spannende. Teuer. Ja, spannende. Also der Aufbau der Folgen. Ja, jetzt muss gespannt sein. Dadurch, die 4. abschließende Serie. Was ist die Auflösung des Ganzen? Vor allen Dingen dadurch, dass sie ja auch im, ich sag mal jetzt, Pay-TV kommt durch Prime, wird es auch relativ schnell sein, dass wir sie sehen. Also da können wir fast identisch mit dem amerikanischen Staatsbürger drauf ganz bestimmt freuen. So, nächste Serie, die auch genauso eingeschlagen hat und auch genauso oder wenn nicht sogar fast hochwertiger ist, Westworld. Dritte Season, vielleicht die Finale, man weiß es nicht genau, weil doch mittlerweile sehr viele von den älteren Schauspielern wieder viel zu viele Filmprojekte haben, dass man natürlich auch manchmal gar nicht weiß, ob die das dann noch in der neuen Staffel kriegen. Darüber hinaus, man muss mal wirklich sagen, das ist eine Besetzung, die liest sich wirklich wie Creme de la Creme. Also even Rachel Wood ist sehr viel bekannter wieder geworden durch diese Serie, nachdem irgendwie so ihre Filmkarriere ein wenig im Sand verlaufen ist. Ed Harris ist sowohl im TV gut zu Hause als auch immer noch in Kinofilmen. Tessa Thompson ist durch die Serie ins Kino katapultiert worden. Sandy Newton hat auch so ausbalanciert. Kino hat sie nicht ganz so ist in die A-Liga geschafft. Dann ist sie jetzt eben im Fernsehen. Aber Tessa Thompson wird ja gerade sehr gefördert. Wir haben sie in Man in Black gesehen, im Torfilm, dem kommenden Torfilm. Aber gut, das ist noch ein paar Jahre hin. Aber man darf ja nicht vergessen, was wir in ein paar Jahren im Kino sehen, wird natürlich auch davor gedreht. Das heißt, die sind natürlich vielleicht dieses Jahr schon für Sachen ausgelastet, was erst in 2 Jahren irgendwo zu sehen ist. Korrekt. Anthony Hopkins war die Überraschung damals. Also der Kinodarsteller, Odin, Hannibal Lecter und Filme. Und dann jetzt mit einmal diese wirklich extrem hochwertige und sehr, sehr teure TV-Serie. Extrem teuer, vor allen Dingen in der Nachbearbeitung, weil es eben entsprechend da die CGI-Effekte und viel, viel Kleinarbeit gibt. Es spielt Luke Hemsworth mit. Das ist der älteste Bruder von den Hemsworth-Brüdern. Also insofern... Ja, Thors Bruder ist dabei halt, ne? Genau, der älteste Thor, also der Nicht-Blonde nach Liam und dem Thor-Darsteller. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr erstaunt. Michael Crichton, als er eben halt damals den Film Westworld inszeniert und geschrieben hat, hat er ja schon angeeckt an so ein bisschen an System und er hat natürlich, es war eine große Anspielung auf einen Vergnügungspark, den er sich auch als Inspiration von Disneyland geholt hatte. Ja. Was gleichzeitig wiederum die gleiche Inspiration war für Jurassic Park, das er dann ja auch geschrieben hat und eigentlich das gleiche Prinzip hat, das eine waren Cowboys, das andere waren eben halt Saurier. Nur ist der erste Film ist ja eine Gesellschaftskritik, wenn man es ganz genau nimmt. Das ist sicherlich die Serie auch.
Aber man muss, Jule Brunner damals, das war bahnbrechend, was da an Technik gezeigt worden ist. Es hat natürlich die Leute mehr abgeschreckt. Das passte auch in diese kalte Kriegsszenario, also dass man künstliche Menschen herstellte. Es gab noch andere Filme, so Die Frauen von Eastwick und wirklich andere Filme, die also wirklich sehr, sehr gesellschaftskritisch waren. Da passte der Film damals rein. Der im ersten Teil hat Peter Fonda noch mitgespielt, also Ja, also sehr hochwertig besetzt in der Zeit. der muss natürlich auf einen Kinofilm alles beschränken, wo man auf eine Serie natürlich mehr für Zeit für Charakterentwicklung. Wir haben natürlich eine neue Erzählart in unserer Zeit jetzt, die eine Geschichte über eine Staffel, wenn nicht über mehrere mit hinaus sich aufbaut. Man Aber hat diesen das. riesigen Puppenspieler, diesen Dr. Robert Ford, der ja wirklich im Hintergrund wunderbar die Fäden zieht und man gar nicht weiß, was da noch dahinter steckt. Also interessant auf jeden Fall. Und die technischen Möglichkeiten sind heute natürlich eine ganz andere. Damals waren das wirklich gebaute Kulissen, gebaute Roboter und Animationen von Menschen. Also insofern alleine diese, ich glaube, das hat sogar einen Oscar bekommen, dieses Abziehen der Maske bei Jules Brunner, wo dann dieses Kunstgesicht drunter ist. Glaube Also auch. was also die Vorform von Terminator und ähnlichen folgenden Metallskeletten war. Und das war damals bahnbrechend. Und wenn man sich dann zur gleichen Zeit angeguckt hat, also was da in Europa an gesellschaftskritischen Einschlafkomödien gedreht worden ist, dann war das wirklich ein Hammer. Genau. Wirklich ein unterschätzter Film. Ist es. Und die Serie hat eben halt eine hohe Qualität und ja. Hat diese dystopische, diesen Flair dabei. Und Andere. beschäftigt sich aber auch mit anderen Themen, gleichzeitig auch mit dieser KI, die Richtig. damals nicht ganz so, zwar auch wichtig waren, aber nicht diesen Stellenwert hat wie heute, wo wir eine Technik haben, die teilweise uns Menschen sogar überfordert, was möglich ist, ohne dass wir jetzt von Science Fiction reden müssen. Richtig. Wir wissen, wie sich dies Ähnlich wie der, verändert. was also der Kinofilm und auch die Serie nach wie vor haben, ist, es wird im Hintergrund immer dieser Zeigefinger gehoben nach dem Motto, passt auf, wie weit ihr geht. Es kann auch mal schnell zu weit sein und dann passiert genau das. Das muss ich den Autoren lassen. Da vermute ich mal, hat die Erbengemeinschaft von Herrn Crichton sicherlich auch Wert drauf gelegt, dass dieser Urgedanke, denn Crichton war ja immer dieses der Natur ins Handwerk spucken, war nicht seine Sache und das ist geblieben. Genau. Ja, kommen wir zur nächsten Serie. Sascha Genau. ist so ein bisschen sprachlos, ihr hört das so, Ja. der Heisere, er ist so am Mandalier heute. Ja, also wir haben natürlich, das waren so die Serien, die Highlight-Serien, die eine neue Staffel bekommen. Klar, es gab natürlich auch noch zig andere. Jetzt geht es aber um neue Serien, die teilweise auch basieren auf bekannten Franchises. Als erstes Der dunkle Kristall, Ära des Widerstands. Basiert auf dem, oder erzählt die Geschichte weiter, des damaligen Puppentrickfilms, eben Der dunkle Kristall. Auch diesmal wieder mit diesem Puppentrick-Look und auch mit vielen echten Puppen, die natürlich einen technischen Fortschritt gekriegt haben, der bahnbrechend auch gleichzeitig ist. Da Also eine muss ich ganz dich andere jetzt was Sache. fragen. Also ich habe jetzt unterschiedliche Aussagen gehört. Erzählt es die Geschichte weiter oder erzählt es Also. die Geschichte davor? Weil es wird um die Kraft, die hinter diesen Skeksissen, also die Skeksisse haben ja bestimmte Kräfte und wie sie zu diesen Kräften gekommen sind und wie überhaupt sich diese Rebellion gegen die Skeksis aufgebaut hat. Es gibt diesen alten Kinofilm mit Jim Henson oder von Jim Henson und Gott sei Dank gab es aus der Zeit ganz viele Zeichnungen von Puppen, die man so eigentlich nicht zu Ende gebaut oder gezeichnet hatte und das konnte man, darauf konnte man zurückgreifen. Es hat alles so einen sehr, sehr runden und wunderschönen Ansatz, also was er da an Schnäbeln, auch bei den Skeksis, die sind also wirklich sehr toll ausgearbeitet. Man muss sich irgendwie so ein Schuhschnabelformat vorstellen, allerdings da sind dann richtig so Ornamente drauf, ist ein bisschen Jugendstil angehaucht und dann eben diese sehr, sehr, sehr dunkle Atmosphäre darum und ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nichts außer dem Trailer gesehen. Nur das Problem ist, da wird auch einerseits erzählt, wir kehren zurück
Und dann wird wieder erzählt, wir erklären, wie die Kräfte sind. Also im Trailer gibt es einen kleinen Widerspruch. Ist nun zurück, weil man es diesen Film also mal gab. Also in die Welt. Ja. Und in diese Welt nur zurückgekehrt, weil es ist. Aber wir erzählen jetzt eine Vorgeschichte. Ganz genau ist nicht. Es ist natürlich noch sehr viel geheim. Einige Darstellern haben, oder einige Charaktere sind noch namenlos für uns. Richtig. Als, ja, als Figuren. Leute, damit wir natürlich überrascht werden. Sie haben natürlich Angst, dass man durch das gespoilert wird. Aber es ist eine sehr, sehr hochwertige Besetzungsliste, also was die Stimmen. Die Puppen werden von Puppenspielern gespielt. Das findet wieder, soweit ich weiß, in den Originalstudios von damals auch statt. Man hat natürlich nicht auf alles originale Material zurückgreifen können. Es ist viel natürlich im Laufe der Jahre zerstört worden, weil man das auch nicht mehr gebraucht hat über viele Jahrzehnte. Die Puppen. Ich hätte auch nie gedacht, dass man nochmal eine Man hat vielleicht also eine Kinofortsetzung gedacht. Also ich glaube, Jim Henson hatte sich gefreut. Aber eben halt, es war schon, war damals, ja, es war schwer einzuschätzen, ob die Studios dafür Geld geben, weil so ein Puppenfilm, der sich an Erwachsene richtet, war immer etwas schwerer fürs überzeugen, dass da Gelder investiert werden. Ja, und wie viele Jahre ist das her? 39 Jahre oder so? 82 also, war der Film. Ja, also es ist schon eine ganze Weile her, dass es den Film gegeben hat. Jim Henson, der Macher von den Muppets und ähnlichen Dingen, ist ja leider verstorben, relativ früh verstorben. War sein Partner Frank Oz bekannt oder berühmt sogar als Originalstimme von Yoda und auch Puppenspieler von Yoda. Richtig, aber auch der ist ins Alter gekommen. Die haben, ja, aber er steckt eben dahinter. Man hat da eben sein Okay bekommen und ich denke, es ist in England auch gefilmt worden. Es ist, soweit ich mir bekannt ist, bisher die teuerste Netflix-Serie in der Form. Wir sind sehr gespannt. Also wir können hier nur Rätsel raten, was ja dumm ist, wenn wir da wie alle irgendwie in so einem Topf rumfischen. Warten wir ab, das wird demnächst rauskommen. Dann wird es auch noch mehr Pressemitteilungen geben oder man hat vielleicht schon mal der Presse ein oder zwei Folgen gezeigt. Aber es wird Stimmen im Original geben, wie hier Mark Hamill. Es gibt Catriona Balfe, das ist die Dame aus Outlander. Helena Bonham Carter in diversesten Rollen bekannt. Und Natalie Dormer ist bekannt. Taron Egerton. Taron Egerton, genau. Natalia Emanuel. Also es sind wirklich... Jason Isaacs, Eddie Izzard. Also das liest sich auch wie so ein natürlich sehr viele britische. Ja. Toby Jones. Also, um die Gelder zu bekommen. Aber eben auch Becky Henderson aus der Henderson-Familie. Also es ist auch viel geblieben. Ne? Also vom englischen Cast ist das schon ein Who's Who der Schauspieler. Kann man ganz ehrlich sagen. Und eben auch um europäische Produktionsgelder mit zu requirieren. Also da haben die schon in die Vollen gegriffen, um das. Denn jede einzelne Puppe ist Handarbeit. Es gibt jede Puppe, soweit ich weiß, mindestens zweimal. Die Einzelteile, wenn etwas kaputt geht, was leicht bei Puppenspielen passieren kann. Da passiert ja auch, dass es dann mal Feuer gibt oder Nebel. Das viel mit Federn gearbeitet. Holz ist auch immer so eine eigene Sache. Eine Produktion kann man ja nicht deswegen aufhalten. Also insofern gibt es wahrscheinlich für jede einzelne durchgewinkte Puppe, also durchgewinkt heißt, die es final in den Film oder in die Serie schafft, mindestens die Teile nochmal für 10 oder 12 Extras. Und das sind alles Handarbeiten gewesen. Die sind erst modelliert worden und dann eben entsprechend geschnitzt worden. Dann musste man das Ganze ausprobieren, ob es läuft, ob das eben möglichst Geräusche haben. Es gibt ja Gott sei Dank heute andere Materialien, die Kulissen. Und also das war zeitaufwendig und es war sehr, sehr teuer. Und als die Serie angekündigt wurde, damals die große Überraschung. Keiner hätte damit gerechnet. Nein, überhaupt nicht. Vor allen Dingen ist es natürlich auch nach so vielen Jahren, hast du nicht mehr das Publikum von damals. Das sind fast schon Großväter, die jetzt das weitergeben, wenn man fast so sagt, mit 40, das sind zwei Generationen dazwischen. Es ist auch eine Märchenserie, also es bleibt abzuwarten, ob der Hype, den der Film hatte, ob der nochmal wieder stattfindet. Ich würde es mir wünschen. Man kann aber sagen, dass dadurch, dass wir jetzt sehr viel mehr Fantasy-Science-Fiction-Serien haben als vor 20 Jahren, vor 10 Jahren und auch ganz andere und auch mehr Möglichkeiten, ist die Chance gut. Also bisher sahen die ersten Bilder sehr gut aus. Der Trailer sagte natürlich noch nicht sehr viel über den Inhalt aus. Er war sehr geheimnisvoll, was natürlich auch passt. Deswegen ist alles nur Vermutung, was wir jetzt äußern über den Inhalt. Und man kann nur von den Bildern ausgehen. Es sind natürlich auch
Zweige zum Kinofilm. Also es ist nicht so, dass der neu erzählt wird. Also es ist eine 50-50-Chance. Ja. Ich denke vielleicht sogar eher, dass es 60% Erfolg ist, wenn inhaltlich alles so stimmt. Und ich denke, da wird man sehr, sehr viel Wert drauf gelegt haben. Ob das Publikum das mag und die Zuschauer weltweit das dann so gutieren, wie man so schön sagt, das werden wir sehen. Das ist halt immer auch eine Tagesform, denke ich. Genau. Kommen wir zum nächsten Franchise. Ich will nochmal erwähnen, er wird auf Netflix dann laufen, sodass wir sagen können, dass die Leute sehen. Im Streaming, auch, ja. Im Streaming, auch dadurch wird er wahrscheinlich mit dem US-Start fast gleichzeitig auch in Deutschland. Ja, HBO ist auch Streaming bei uns, also das ist Sky Atlantic. Das haben wir beim ersten noch nicht gesagt. Das ist jetzt Netflix. Ja, Westworld war davor. Doch, Westworld war davor, stimmt. Haben wir das. So, jetzt kommen wir auch. His Dark Materials sagt euch wahrscheinlich gar nichts, aber wenn ich sage, der goldene Kompass, dieser Kinofilm damals mit Nicole Kidman und Daniel Craig, ja, hatte eigentlich ein offenes Ende. Sollte auch eine Trilogie behalten. Schlug aber nicht so ein wie ein... War nicht erfolgreich, obwohl er sehr gut gemacht war. Und richtig, auch wenn man ihn heute betrachtet, hat er eine schöne Geschichte erzählt. Sehr gut gespielt, aber musste, hat einfach nicht die Leute so gepackt, wie man es gehofft hatte. Und musste viel kürzen. Die Bücher sind, es sind mehrere Bücher, es ist eine Serie, genau. Und die Tricktechnik, Verzeihung, war damals bahnbrechend, aber viele Fans, die Leserschaft, haben mahnt, also dass die Schauspieler, die man genommen hat, sich also wirklich nicht so sehr mit den Figuren in den Büchern konnten sie wohl nicht so identifizieren. Es bleibt abzuwarten, ob jetzt die Serie funktioniert. Man hat da auch zumindest für Kurzauftritte wieder in die Vollen gegriffen. Für die ersten Folgen der Serie hat man also wirklich teurere Schauspieler eingekauft. Ich bin neugierig. Das ist es, der Trailer, der erste. Der ist länger, da kriegt man auch ein bisschen was geboten, auch schon mal inhaltlich. Das, man sieht, es ist sehr, sehr auch teuer, aufwendig gedreht worden. James Cosmon spielt eine kleinere Rolle in einer Episode, ist aber fast mit einem ganzen Satz oder zwei Sätzen zu sehen. Also es wird spannend bleiben. Auch so eine 50-50-Angelegenheit. Wir lassen uns überraschen. Ich sehe das noch nicht so ganz, ganz weit oben in der Zuschauergunst. Ich weiß nicht. Für kleinere Zuschauer ist es eine Nummer zu brutal. Das war auch mit dem Kinofilm das Problem. Ja, das Problem ist eben, wenn ein Kind eine Hauptrolle übernimmt oder eine Hauptfigur übernimmt, wo ist die Grenze zu setzen zwischen einer erwachsenen und einer kindischen Geschichte oder kindlichen Geschichte? Und genau da war es natürlich ein bisschen erwachsener eigentlich gewesen. Dadurch war es dunkler. Jetzt haben wir es ähnlich. Es ist gut gemacht. Also die Geschichte selbst, auch vom Roman her, ist sehr spannend und auch toll erzählt. Wie es nun jetzt umgesetzt wird, das James McAvoy spielt also in drei Folgen diesen Lord Asriel, was in der Kinoverfilmung Daniel Craig gemacht hat, also vom Engländer zum Schotten, aber warten wir es ab. Genau. Ich weiß es nicht, also ich habe immer noch meine Zweifel, weil für eine Kinderserie ist es zu brutal, für eine Erwachsenenserie könnte es eine Nummer zu sanft sein. Müssen wir uns überraschen lassen. Also ist so mein Daumen in der Mitte. Ich bin gespannt. Ich werde da die ersten Folgen reingucken und dann wird sich zeigen, wie es ist. Ich kann dazu kaum was sagen, weil den Kinofilm fand ich unterhaltsam. Ich denke mal, die Serie wird für mich persönlich auf dem gleichen unterhaltsamen Niveau bleiben. Aber ich kann mich auch noch täuschen, also dass man komplett gefesselt wird. Sie ist sehr teuer. Je nachdem, wie sie erzählt wird. Die Frage ist ja immer, was ist deine Zuschauergruppe? Wie viele Zuschauer willst du requirieren? Du musst auf die Produktionskosten mindestens kommen. Und die Engländer, die Serie ist auch in England gedreht worden, haben sehr, sehr viel produziert. Das ist also nach Der dunkle Kristall die zweite Serie, die nur in England gedreht worden ist. Es kommen noch mehr, wir sprechen da ja noch drüber. Genau. Und dadurch, dass es ja diesen sogenannten Brexit gibt, werden die zukünftig weniger Zugriff auf die europäischen Produktionsgelder haben. Die sind ja jetzt schon
keine, deswegen haben sie ja sehr viel produziert, weil sie jetzt kaum noch Zugriff haben. Und dann wird eben die Frage sein, laut Rollback-Verfahren muss ja dann auch wieder in die EU eingezahlt werden, ob sie das dann tun werden. Und das wird sicherlich auch noch eine Überraschung werden. Das ist so ein Effekt, den, glaube ich, auch viele Zuhörer hier jetzt gar nicht wissen, dass dieser Brexit auch auf diese Industrie einen großen Einfluss haben wird. Auch auf amerikanische Produktionen, weil sie nicht in England vielleicht drehen können, weil sie ja sonst auch in ganz Europa ohne Probleme drehen können und planen können, weil sie über die Europäische Union gehen. Nun, jetzt haben sie mit England neue Verträge. Gleichzeitig machen sie die Europäische Union natürlich viel drehen, weil sie kriegen europäische Gelder. Wenn man keine europäischen Gelder kriegt, warum soll man in England drehen? Das sind so Fragen, die sich oder Dinge, die sich ergeben werden später. Er nimmt die Serie Killing Eve, also alle Studioaufnahmen und Hauptaufnahmen in England, London gedreht und im, sagen wir mal, englischen Umland von London. Aber immer wieder diese Ausflüge nach Berlin, nach Prag, nach Paris, nach Italien. Und dann das zu kombinieren, das wird schwieriger werden. Und wenn es einen harten Brexit gibt, wird es eben auch wird es harte Grenzen geben. Man kann sich das kaum vorstellen, aber es könnte so sein, dass man dann wieder ein Visum braucht, um als Deutscher oder was auch immer nach England einzureisen. Das bedeutet aber auch umgekehrt, die brauchen es auch. Und für Produktionsgesellschaften, dann kann man das Geld nicht online mal eben überweisen, sondern dann wird ganz hart abgerechnet und zwar immer in den Produktionsländern. Das mag dann in mehreren EU-Ländern untereinander einfach sein, aber eben das Geld nach England zu transferieren, wird so gut wie unmöglich sein, ohne dass viel abgezogen wird. Das macht England allein als Produktionsort dann bei einem harten Brexit, ich wiederhole nochmal, harter Brexit, das heißt also die dicke, fette Grenze und Zoll und alles wieder hoch, uninteressant. Das wird für Europäer dann schwer sein und ich glaube auch, dass so viele Dependancen, die es drüben gibt und die noch gegründet worden sind, zum Beispiel vom Studio Hamburg oder vom ZDF oder so, die werden alle kleiner werden. Also da werden Leute arbeitslos. Erst wird sich noch viel verändern, beziehungsweise verändert sich ja schon, weil vieles ist jetzt vorausgedreht worden, weil eben keine Gelder mehr da sind oder erstmal ruhen, je nachdem, wie das ja gerade da geregelt wird. So, deswegen haben wir das. So, Dark Materials ist eine BBC-Serie. Bei uns wird das auch, kann Streamingdienst sein, muss aber nicht, ist noch nicht festgelegt, kann man noch nichts zu sagen. Aber ich denke, da werden auch die Einkäufer warten, wie denn da so der Verkauf und wie das läuft. Also BBC World wird das dann entsprechend vermarkten in Nordamerika, in den Neuseeland und Australien, diese Länder. Genau. Und wenn es da nicht der bahnbrechende Erfolg wird, wir wissen, die BBC beendet auch Dinge mal leicht. Das stimmt. Kommen wir zu einer englischen Serie, die aber nicht in England gedreht worden ist. Ja, Carnival Row. Ja, eine Fantasy-Buchreihe, sehr düster, so ein bisschen Steampunk angehaucht und es geht um Feen und andere Welten. Und, das ist eigentlich so eine Detektivgeschichte mit Fantasy-Elementen. Es ist so dieses Steampunk-Welt mit Fantasy gemischt. Man kann sagen, so 18. Jahrhundert England, so dieses klassische, elegante, aber gleichzeitig dreckige, wenn man manche Gegenden guckt. Und dort leben die Menschen und die Fantasy-Wesen sowie Feen zusammen. Jetzt haben wir hier zwei Figuren, den Ryecroft Philostrate und die Vinette Stonemoss. Das Steinmoos, genau. Ja. Also Cara Delevingne, das berühmte Model, genau, die ja auch gerne mal schauspielert, hat sich eine schicke Kurzhaarfrisur verpassen lassen und alles rätselte damals, wieso die schönen Haare ab waren. Jetzt wissen wir es mittlerweile. Genau. Sie spielt eine kleine Fee. Eine kleine große Fee, also so ganz klein ist sie nicht. Sie hat recht große Flügel. Mhm. Und da gibt es dann einen Menschen. Und das ist erstaunlicherweise ein Kinoschauspieler, Orlando Bloom. Ja. Auch den verschlägt ins... Aber es war ja auch sehr lange ruhig um ihn, muss man sagen. Also war er ja nur mit seiner Frau und dem Kind in den Schlagzeilen, mal wegen Hochs und Tiefs. Jetzt greift er völlig an mit einer Miniserie. Erstmal 8 Episoden gibt es. Die erste Staffel hat 8 Episoden. In Prag und gedreht. Also eindrucksvoll, also ich mag dieses Setting. Ja. Ich weiß noch nicht genau, was ich nun da
ob sich sehr in dieses Fantasy, ins Verschwörung geht und damit jemand will diese Welten zu sehr auseinandersplitten, wieder die Herrschaft über dem einen, also ob die Menschen nun die Herrschaft über die Feenwelt oder Monsterwelt haben möchte oder umgekehrt. Oder das ist schwer zu ersehen, weil es ist bisher alles nur so angeteasert. Man sieht so ein paar Bösewichter und man sieht so ein paar gute Leute. Aber es sieht sehr, sehr schick aus. Also das hat mir gut gefallen. Da sehe ich auch eine große Zuschauergruppe, weil es eben auch, wie man weiß, gerade für dieses, ja, Vermischung von Genres selbst im Manga-Bereich gibt, also was Feen genau. Und diese Liebe zu Menschen oder umgekehrt, man kennt das auch, Vampir-Mensch-Liebe und so. Also da sehe ich gerade bei jüngeren Zuschauern eine sehr große Zuschauergruppe. Wenn das dann alles so aussieht, wie es in diesem wirklich sehr gelungenen Trailer ist. Man muss immer betonen, die Trailer sind so ein Best-of, sollen ja die Appetithappen sein, dass ja, man genau, da das möglichst dann auch das möchte. Es wird 8 Folgen geben. Lassen wir uns überraschen. Also 8 Folgen, Amazon Prime zeigt die Serie. Wo man muss natürlich jetzt auch nochmal vielleicht erwähnen, dass die Streamingdienste ein bisschen die Regeln der Serienfolgen ja gebrochen haben. Richtig. Eine Serienfolge ganz früher, kennen wir nicht, auch war sogar noch vor meiner Zeit, vor in den 60ern, 70ern, ging eine Serienfolge 55 Minuten. Gerade in England zum Beispiel, 55 Minuten war Standard. Hier in Deutschland war lange Zeit genau, punktgenau 45 Minuten. Deshalb wurden viele bekannte Serien wie Star Trek, also oder Raumschiff Enterprise, Colt für alle Fälle, also auch US-Serien, die wir kennen. Die zwei und so weiter. Schirmscham Melone wurden gekürzt auf diese Zeit. Ja, es gab entweder diese 60 Minuten, genau. Derek sozusagen den Standard. Man muss dazu erklären, dass es selbst im englischen Fernsehen, was nicht BBC war, eben schon sehr früh Fernsehen mit Werbeunterbrechungen gab. In Amerika von Anfang an selten, dass es überhaupt keine Werbeunterbrechungen gab. Da wurden eher Spielfilme dann angekündigt. Das wird heute von Quaker Haferflocken präsentiert. Genau. Dadurch gab es dann keine Werbung zwischen den Filmfolgen. Aber grundsätzlich nach 1,5 Stunden waren da immer dicke Werbeblöcke. Das ist einfach das Geld, was die da drüben machen. Das genau. Ist hier ja anders. Aber ganz kurz nochmal zurück zu den Längen. Aktuell sind eine US-Fernsehserie, die auch im TV dort läuft, 40 Minuten ohne Werbung. Oder 20 Minuten für diese Halbstunde. Pay-TV hat das ja ganz sprunghaft verändert. Da geht eine Folge 40 Minuten, die nächste geht 50, 55. Bei Game of Thrones brauchen wir gar nicht drüber reden. Da war jede Folge fast ein Kinofilm. Ja. Wie das nun jetzt hier bei 8 Episoden, ich rechne mal mit 60 Minuten maximal pro Episode. Die erste wird wahrscheinlich etwas länger sein. Dann schwankt das so ein bisschen. Ich denke mal, so ähnlich wie jetzt auch die Marvel-Serien liefen, die waren so um die 60 Minuten, 55, 60 Minuten. Man muss ergänzend dazu sagen, bei Game of Thrones war das aber mit Erfolg der Serie, wurden auch die Folgen etwas länger. Und natürlich dieses Zusatzmaterial, was immer rausgeschnitten worden ist, was es auf den Blu-rays oder DVDs immer als Extramaterial gibt, auch. Das man dann noch also dazu hat. Man hat eine ganz andere Art und Weise. Also grundsätzlich ist es interessant zu beobachten, jetzt auch bei dieser Serie, sie sieht optisch eindrucksvoll aus, sie versuchen viel mit Visualität zu arbeiten. Düsterer Mystery, Krimi, Verschwörungsstyle. Andere Set-Designer aus dem tschechisch-böhmischen Raum, das ist immer eine ganz andere Welt, die da einfließt. Wir wissen aus unseren Kinderfilmserien früher Pantau oder Luzi, Strecken der Straße und was es da alles so gab. Also das könnt ihr googeln. Dann. Ja. Andere Optik, anderes Ideenreichtum, der dahinter ist. Und das wird hier sicherlich mit reinspielen und es sieht sehr verspielt aus. Also genau. Es wird wirklich ein Überraschungspaket sein. Hoffen wir ein angenehmes und ich hoffe, dass das mal eine Fantasy-Serie wird, die ein bisschen anders gestrickt ist und ja, sie startet zum Winter hin, soweit ich weiß. Also genau. Lassen wir uns überraschen. Also und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Orlando Bloom sei es gegönnt. Und wir werden am Ende auch nochmal von den neuen Serien, die wir jetzt hier vorgestellt haben, von denen, die wir haben, also für die bekannten, wie jetzt Orwell oder auch Westworld, nehmen wir mal außen vor, weil sie sind schon gestartet, werden wir nochmal kurz zusammenfassen, was so ist, worauf wir uns freuen werden. Genau. Aber gut, nächste Serie, auch wieder basierend auf einem Kinofilm,
beziehungsweise der Kinofilm basierte schon auf einer Grafiknovelle. Und zwar Snowpiercer, auf einer französischen Grafiknovelle. Ja. Und Snowpiercer wird jetzt als Serie umgesetzt mit einer ehemals nochmal von vorne, mit einer wirklich Top-Besetzung. Erstaunlicherweise wirkt der Trailer schon wieder wie so ein Kinofilm. Also man kann sich gar nicht vorstellen, dass es eine Serie ist. Also mir kam er nicht so vor. Also muss man dazu erklären, für alle, die jetzt nicht zuerst wissen, was so ein Snowpiercer ist und was, wer den Kinofilm nicht gesehen hat. Ein Snowpiercer ist eigentlich ursprünglich mal auf den Überlandzügen in Nordamerika, vor allen Dingen in Kanada, ein Aufsatz gewesen, im Grunde genommen wie so ein Rambock, wie so ein Bullentreiber vorne drauf gewesen, der von den Schienen bei Schneeverwehungen nach rechts und links den Schnee spaltet. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, dass oft auf der Ostseite Toronto oder Halifax die Containerschiffe ankamen, dann wurden die Züge beladen und viel Ware wurde dann über Land mit Zügen, die wirklich rund um die Uhr gefahren werden, nun wirklich nur Wasser und Kohle zwischendurch mal aufnehmen, und seit das eben elektrisch oder mit Öl funktioniert, das ist anders, aber die dann wirklich das Null innerhalb von 48 Stunden oder 3 Tagen da auf die Westseite gebracht haben und auch wieder zurückliefen. Das ist, gibt auf diesen Strecken wenig Ausweichstrecken, und das bedeutete, nichts durfte diesen Zug und diesen Takt der Züge aufhalten. Da gab es eben vorne diesen Schneepflugspalter, und der hat dann eben die Schienen freigeräumt. Das war ursprünglich der Snowpiercer. Genau. Dann kam diese Grafiknovelle von jemandem, der aus dem franko-kanadischen Raum ist. Und man kann dazu ganz kurz zusammenfassen, es ist eine Apokalypse passiert. Die Erde ist, oder die Menschen haben es geschafft, dass die Technik den Himmel verdunkelt hat, wodurch die Erde eingefroren ist, in eine Kältestarre verfallen ist. Alles ist wirklich, ja, schockgefroren, und die Menschen mussten sich dann entweder im Bunker zurückziehen oder eben halt haben sich eine Gruppe in einen fahrenden Zug bewegt, der auf einem weltweiten Netzsystem fährt und immer in Bewegung ist. Und in diesem Zug, der ist nicht größer als normaler, hat sich eine Gesellschaftsschicht entwickelt. Eine Pyramide, genau. Von einer High Society, die reich sind, die in Luxus schwelgen, und auch gleichzeitig wieder eine ganz arme, die ums tägliche Überleben kämpft. Und die diesen Zug am Laufen hält, das muss genau man dazu sagen. Also eigentlich ist es alles eine komplette Symbiose des Ganzen, weil dort ist ja alles. Es werden die Tiere drin gezüchtet, es wird angebaut, es wird Fischfang. Also es ist ja eine fantastische Gesellschaft da drin. Utopische, ja, ja. Man kann eigentlich jetzt mal ganz böse sagen, es ist Titanic auf Schienen. Kann man so sagen, ja. Und entsprechend dem Kinofilm eben gibt es oben an der Spitze wenige, die eben alles nach unten hin diktieren. Unten denen geht es nicht sonderlich gut, klar. Das ist immer genau, bei so einer großen Pyramide. Und es steht sowas wie, sagen wir mal, Revolutionen im Hintergrund. Also die da unten haben es satt. Genau, und das ging auch der Kinofilm mit Chris Evans, Mr. Captain America. Großartiger Film, also wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte sich da einfach mal anschauen. Ist sehr spannend und auch dramatisch. Der Hauptcharakter in dem Film hat sich aus dieser unteren Gesellschaftsschicht kämpft sich durch den Zug, um eben halt die Kontrolle zu übernehmen, um eigentlich herauszufinden, was passiert ist, beziehungsweise warum sie so in diesem strikten System in der ist. Kaste, und bei denen geht es wirklich darum, wenn ein neues Kind geboren wird, muss einer wieder raus. Also es geht da bei denen immer um Leben und Tod. Und es sind so viele Fragen, die natürlich geklärt werden. Der Film erzählt eben halt den Blick aus der armen Sicht, der dann immer mehr in diese Welt erfährt, diese dort im Zug herrscht. Der Kinofilm jetzt aber, oder nicht der Kinofilm, die Serie spielt aber damit, dass wir beide Gesellschaftsschichten genau kennenlernen und kennen. Oder 3 Schichten sogar. Jennifer Connelly, die Managerin des Zuges sozusagen, nicht die Zugführerin. Der Zugführer ist noch sehr geheim gehalten. Da war ja Mr. Ed Harris im Kinofilm damals, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ist natürlich jetzt noch nicht verraten, weil man möchte natürlich da noch eine Spannung aufbauen. Sie ist aber sozusagen das Sprachrohr für ihn, die den Luxusteil, die sozusagen die Kontrolle des
Reiches. Dieses und sie regelt hat. Alles. Also wenn genau. Probleme auftauchen, sie ist die Ansprechperson, also diese klassische Figur im amerikanischen Mr. Fix-It, in dem Fall eine Mrs. Fix-It, was bei dieser MeToo-Welle natürlich klar ist. Es hat mal eine Frau wieder nach oben geschafft in einer Serie. Jennifer Connelly ist Oscar-Preisträgerin, ist also eine sehr gute Schauspielerin. Ja, und glücklicherweise noch nicht so viel unter Messer gewesen. Sie sieht immer noch aus, wie sie aussieht. Ja, und, das überrascht viele. Ja. Man kann sie alterlich sagen, mir Freunde manchmal gar nicht einschätzen. Richtig. Und das ist auch ein sehr gutes, also großes Kompliment an diese Dame. Und sie ist eben halt auch sehr, sehr beliebt. Und ich denke, die Serie wird ihr auf die Haut geschrieben sein. Es gibt 10 Folgen? Genau, 10 Episoden. Genau, 10 Episoden. Ach, die und die erste Staffel, auch sehr aufwendig gedreht, soll, ich habe irgendwas von 40 Millionen gehört haben, dass sie die angelegt haben für diese 10 Folgen. Könnte ich mir vorstellen. Es ist halt diese sehr dekadente Gesellschaft, die in dieser dystopischen, apokalyptischen Welt spielt. Es gibt sehr viel Musik. Das ist ja der neue Faktor, dass also auch viel, es ist immer ein Entertainment-Bereich da. Genau. Also man versucht, das Ganze aufzusplitten, eben um diese Dekadenz, diesen Tanz auf dem Vulkan, in dem Fall den Tanz auf dem Zug, entsprechend zu untermalen. Und ja, es ist so dieser Klassiker, ob du nun Titanic nimmst oder du nimmst diese Gesellschaft, die sich da um diesen italienischen Vulkan aufgetobt hat. Also es ist eigentlich ein klassisches, menschliches Drama immer mit diesen Gesellschaften. Also auch im alten Ägypten gab es das. Genau. Es gab das während der Französischen Revolution, während der russischen Zarenherrschaft. Du hast immer eine herrschende Klasse. Du hast so eine Mittelschicht, die arbeitet. Und dann gibt es die ganz, ganz unten. Und ähnlich wie bei dieser Serie The 100, wenn da zu viele sind, müssen welche gehen. Das ist hier auch der Fall. Und keiner, das ist ja immer das Spannende, keiner weiß, wenn das da draußen alles gefroren ist, ist wirklich alles gefroren und was ist da alles? Man kann da also auch mit dem Genre noch spielen. Also da lasse ich mich auch gerne überraschen, was also, kommt. Was mich auch sehr überrascht hat, man hat sich doch auch stark optisch an die Umsetzung des vorigen Kinofilms schon orientiert. Es gibt auch viele ähnliche Szenen, aber sie waren auch sehr markant oder sie haben einen gepackt da in dem Film. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass man sie natürlich wiederholt. Es soll kein schlechtes Zeichen sein. Bei weitem nicht. Nein. Ich bin sehr gespannt auf das Projekt und ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ja. Es läuft bei Amazon Prime auch, wenn ich das jetzt richtig noch mitbekommen habe. Und dann wird das auch gleichzeitig hier in Deutschland komplett alle 10 richtig. Folgen. Wie ich sagte, davor schon erwähnte, wahrscheinlich um die eine Stunde pro Episode auch sein. Ja. Genau. Dann kehrt auch ein anderer wieder auf die Kino- oder auf die Filmleinwand zurück. Auf die kleine TV-Filmleinwand. Genau. Also Back to the Roots. Keiner gedacht hat, dass der seine Rolle mal wieder einnehmen wird. In dem Umfang einer Serie. Ja, vor allem den Patrick Stewart alias Captain Picard. Sir Patrick Stewart. So viel Zeit muss sein. Tut mir leid, Sir Patrick. Auf jeden Fall, er nimmt wieder Fahrt auf in dieser neuen Welt vom Star Trek. Sie ist ein bisschen düsterer, sie ist ein bisschen, sie hat so einen neuen Flow bekommen. Sie ist einfach ein bisschen fantastischer und diese ganze klare Gesellschaft, diese ist nicht mehr ganz so. Nee, es hell. Ist in dieser, sagen wir mal, Starflotten-Arena auf dem heimatlichen Planeten Erde, ist irgendwie 32 Jahre oder 33 Jahre später etwas entstanden, was also Jean-Luc Picard aus dem Ruhestand holt. Also nichts mehr mit Weinberg und schönen Rotwein in Frankreich auf seinem Gut der Ahnen anbauen, sondern Jean-Luc Picard klopft sich den Staub von den Rentnerschultern, geht an den Schrank und holt die Uniform raus. Und ich glaube, ganz, ganz viele Star Trek-Fans aus dem Roddenberry-Imperium und Universum waren super, super. Also gut. Der Trailer hat ja auch begeistert. Klar, man weiß nicht genau, worum es sich drehen wird. Irgendwie hat sich... also es ist wohl so, dass da ein Art Findelkind erscheint, dass Captain Picard
ja, wofür eine Stimme ergreift und er dann natürlich auch eine Verschwörung aufdeckt. Aber überraschenderweise, es gibt auch alte Charaktere, die wieder zurückkehren. Data ist wieder da. Data ist zurück mit dem... das Seven of Nine. Das heißt die Borgs. Die Borgs werden also wieder da sein, sie sind nicht weg. Die klassischen Elemente sind da, aber es ist eben halt auch diese neue Style drin, den er ja eigentlich mit seiner Serie letztes Jahrhundert ja nicht hatte. Das waren fast alles abgeschlossene Folgen. Einige gingen natürlich mal über eine andere hinweg, also oder Doppelfolgen. Alle Fans vom Doktor werden wieder den Doktor kriegen. Es soll Riker dabei sein, Diana Troy soll dabei sein. Also die nicht dauerhaft, aber Gastauftritte. Im Moment, ja, wir wissen noch nicht, es ist natürlich eine sehr, sehr auch teure Serie, die da gedreht wird, aber Brent Spiner, wie wir vorhin schon, ich da sagte, dass also Data dabei sein wird, da wird man sicherlich ein bisschen morphen, weil die sind natürlich alle ein paar Tage älter geworden. Aber da kann man, wie wir ja alle wissen, selbst bei Herrn Patrick Stewart, Sir Patrick Stewart, wurden ja mal verjüngt für X-Men-Folgen. Also das kann man sicherlich mittlerweile. Das ist technisch auch ganz schnell möglich. Und das ist heute auch preiswerter. Marin Dungey spielt mit. Also da sind... Sie haben aber interessanterweise noch kaum was von den Raumschiffen direkt gezeigt. Wir haben zwar was von drinnen gezeigt und so ein bisschen die Städte, aber sie haben sich ein bisschen zurückgehalten. Da ist noch viel Überraschung und alle warten auf, was ist mit der Enterprise. Dass also ein Pilotfilm dafür gedreht worden ist, dann hat man, der wird sicherlich gut angekommen sein, dann hat man das auf die Fans losgelassen und das ist einer der erfolgreichsten Trailer gewesen. Der ist also wirklich durch die Decke gegangen. Der ist erfolgreicher, kann man so sagen, als The Man in the High Castle, Orville, Westworld, Der dunkle Kristall und alles zusammen. Dieser Trailer war irgendetwas, es hat lange nichts in der Form zum Star Trek-Universum gegeben. Ich weiß, es gibt eine Vorserie, also ein Prequel. Das ist aber nicht ganz so erfolgreich. Und damit sind wir eigentlich bei einem lustigen Thema. Dadurch habe ich ein bisschen den Eindruck, wird die andere Serie abgeschossen. Ich bin nicht sicher. Aber wenn die Patrick Star Trek Discovery. Ja, wenn die Patrick Stewart Serie so erfolgreich ist wie der Trailer, wenn das wieder dieses alte Gefühl zurückbringt und die Menschen glücklich macht, dann wird die Serie, die die Fans nicht so tausendprozentig glücklich gemacht. Andererseits aber Discovery hat sehr gute Quoten. Sie war natürlich am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil der Stil verändert wurde. Es hat einen düsteren Stil auch gehabt. Man hat mehr gewagt, was man von Star Trek so gar nicht kannte. Hat aber auch eine große Fangemeinde bekommen. Ist ja auch gerade mit einer aktuellen neuen Staffel dran. Die Frage ist, wenn beide da sind, welche wird die erfolgreiche sein? Und wenn diese Serie weiterhin so funktioniert, wie der Trailer funktioniert hat, das heißt mit so viel Liebe zum Detail und zu dem Alten sowie zu dem Alten Neuen gedreht worden ist, befürchte ich, dass Discovery es sehr, sehr schwer haben wird. Also es war ja schon damals so, dass eigentlich, ich glaube, 2 Jahre überlappend waren das allerhöchst eben nach, man hat sich mal auf 7 Jahre beschränkt, also Star Trek, nächste Jahrhundert, 7 Jahre. Ab dem 5. kam dann Deep Space Nine, das war auch 7 Jahre. Dann 2 Jahre davor, nach dem 5. fing Star Trek Voyager an. So, sie wollten immer auf diese 7 Jahre. War eine andere Zeit, eine andere Erzählung der Geschichten. Dann kam ja auch schon Star Trek Enterprise. Es gab Kinofilme zwischendurch. Kinofilme natürlich zwischendurch. Dann war eine lange Zeit Pause. Star Trek-Fans konnten echt in die Röhre schauen. Nein, es war so eine Übersättigung entstanden. Das haben wir ja dann auch später bei Namensgleichheit Stargate gehabt. Also nicht Namensgleichheit, Namensähnlichkeit. Entschuldigung für alle Stargate-Fans und Star Trek-Fans sowie Star Wars-Fans. Also Stargate hatte dann ja auch mehrere Ableger. Und wenn man dann, Verzeihung, zu gierig ist, dann läuft sich sowas schnell aus. Und ist wie mit bestimmten Krimiserien, wo es dann den Ableger vom Ableger gab. Insofern denke ich, es war eine Ruhepause da. Ist schwerer. Ich glaube auch persönlich nicht, dass Gene Roddenberry noch so unglaublich viel auf dem Dachboden der Erbengemeinschaft hat an Entwürfen. Also da ist sicherlich weiter entworfen worden von Alex Kurtzman und anderen. Das ist auch gut so und das ist auch definitiv erlaubt. Aber dieser hier, der hatte vom Empfinden weltweit der Fans sehr, sehr viel Aufmerksamkeit.
Genau. Und der Discovery kam fast zur gleichen Zeit. Ich glaube, da lagen anderthalb Tage zwischen. Insofern war es, tat es mir um den fast aber leid. Aber es ist halt natürlich, du siehst wieder Jean-Luc Picard auf dem Screen, du siehst ihn wieder. Also der berühmte Captain ist zurück und ich glaube, das macht das einfach. Es ist dieses nostalgische Feeling, was die Leute hatten, wenn sie sagen, oh, Star Trek Next Generation, richtig. Bin damit aufgewachsen, was ist aus dem Menschen geworden? All das wird ja jetzt behandelt und das ist eigentlich das auch sehr Interessante spannend. Ist, ich mochte diesen Jean-Luc Picard, am Anfang mochte ich den gar nicht so gerne. Also die ersten Staffeln, ich fand den so steif und er sollte ein Franzose sein und er war so britisch. Er war so unfranzösisch und ich fand die ganze Serie am Anfang so furchtbar steif. Dann kamen die Borgs und dann ging es ab. Und hier sind die Borgs gleich dabei, zumindest Seven genau. of Nine wurde gezeigt. Man hat auch ein paar Bilder von so einem Cube gesehen oder von... Richtig. Ob nun das noch für Rückblicke dient oder was auch immer, das weiß ich nicht. Wir wissen auch, eine der Figuren heißt Ex-Borg, also es wird schon noch Borgs geben und das ist eine gute Entwicklung. Und ja. Die Borgs haben immer, sagen wir, etwas schwächere Serien und Ablegerserien gerettet und in ein anderes Universum transportiert. Nur, was wird aus Discovery, wenn das so einschlägt? Und Sir Patrick Stewart ist älter, der ist wie so ein Rotwein. Der ist immer besser geworden, der sieht das inzwischen auch mit so einem lächelnden Auge. Am Anfang habe ich immer gedacht, oh Gott, das ist dieser britische Theaterschauspieler und er macht immer so ein bisschen so einen unglücklichen Eindruck, als ob er sich da eine Nummer zu fein das für ist, wäre, aber es war nicht. Nein, das stimmt aber nicht. Nein, es ist wirklich so gewesen, dass er auch eine lange Zeit diese Figur gehasst hat. Ja. Es gibt ein Video, das könnt ihr auch googeln, von einer Convention, wo William Shatner, Captain Kirk oder Captain Tiberius Kirk, ihn mit auf eine Convention gezerrt hat, ihn also wirklich überredet hat und dahin gedrängt hat, weil Patrick Stewart nicht verstanden hat, welchen Stellenwert seine Figur bei diesen Fans hat, die ja das am Leben erhalten. Erst als er ihn da auf diese Bühne gezogen hat, dieses ganze Atmosphäre mitbekommen hat, hat er selbst zugegeben, hat es bei ihm Klick gemacht und er hat verstanden, dass das etwas ist, was er vorher nicht gesehen hat. Es bedeutet den Menschen. Einfach nur eine Rolle gewesen, die er gespielt hat, in einer Serie, wo er auf dem Stuhl wackeln musste, wenn es rütteln sollte im Weltraum und das fand er lächerlich. Aber er hat war aber damals seine Einstellung. Ja, aber ich sage mir, wenn ich als Schauspieler etwas übernehme, dann bin ich entweder dabei und dann mag ich meinen Job oder ich mag ihn nicht. Aber nicht jeder kann sich einen Klaus Kinski leisten. Aber man darf auch nicht vergessen, man darf es nicht auch immer aus der Fanserie oder Fansicht, wenn ich Fanserie, Fansicht betrachten. Liebe Fans, nicht jeder Schauspieler ist Fan seiner Serie. Oder es ist für viele auch nur ein Job. Genauso wie jeder von uns seinen Job entweder liebt oder hasst und manche nur sagen, es ist mein Job, um mein Geld zu verdienen. Und auch so ist es bei vielen Schauspielern. Die sind nicht so intensiv immer in diesen Serien drin und diesen Welten, wie wir zum Beispiel als Fans vielleicht das gerne uns wünschen würden. Ja, sehe ich nicht ganz so. Muss ich dir einen Teil widersprechen, dann kann ich aussteigen. Dann, wenn ich feststelle, also das funktioniert nicht mit mir, dann mache ich eine Pause oder bin mal krank in der Folge. Aber wenn ich das übernehme, und in dem Fall war das ja schon nach der ersten Staffel recht erfolgreich, dann spiele ich das nicht weiter. Dann wähle ich den Serientod. Das hat er nicht gemacht, er hat es weitergespielt. Und dann sollte ich mir vielleicht auch mal darüber Gedanken machen, warum Menschen sich das im TV angucken. Damals ja auf DVD noch gekauft, nee, nicht DVD, Entschuldigung, VHS-Kassetten noch gekauft haben. Warum Kalender über den Tisch gehen, warum Bücher über den Tisch gehen und ähnliches. Die Fans bezahlen dafür viel Geld. Ich muss aber sagen, auch aus eigener Erfahrung, ich war auch bei Presseveranstaltungen, wo er da vor Ort war, für Star Trek. Und da ging ihm diese Fansache, war ihm ziemlich egal. Er war als Werbeträger da und er hat die Fans so ein bisschen falsch behandelt. Diesen Fehler macht er nicht mehr. Er hat eingesehen, dass es ein Fehler war. Die zahlen aber die Miete, mal, die zahlen den Strom, genau, die zahlen aber das viele, Apartment. Er sah das auch nicht, ihm war das eigentlich eine Rolle und er konnte diesen Hype nicht verstehen. Also es ist nicht so, dass man nicht die Anerkennung für eine Rolle, sondern es ist einfach so, dass natürlich viele Fans einen gewissen Hype machen, dann sich vielleicht in Kostümen mit ihm fotografieren wollen. Und das ist für viele natürlich auch schwer zu verstehen. Man muss sich mal reinversetzen. Jetzt stellen wir mal vor,
man würde auf der Arbeit eine Uniform tragen und jetzt ist man privat. Und dann kommen Leute in der Uniform, oh, lass mal ein gemeinsames Foto machen. Und du sagst, okay, warum muss ich mich neben meiner Arbeitsuniform fotografieren lassen? Das glaube ich auch nicht jeder. Aber es ist Schwamm drüber. Ist für mich wie bei einem Rockkonzert. Wenn du von der Menge getragen wirst, springst du rein, dann fangen die dich oder sie lassen dich fallen wie eine heiße Kartoffel. Das ist halt, manche wollen es ja auch sehr. Es gibt viele, viele Darsteller, die leben davon und haben ihre Serienauftritte von Anno dazumal lassen, die sich heute noch gut versilbern. Du hast die Legende James Tiberius Kirk alias William Shatner genannt, der das dadurch auch sehr erfolgreich in andere Serien geschafft hat. Aber auch der benötigt jeden Dollar, um... Ja, das ist so. Und ich denke, inzwischen ist Patrick Stewart in einem Alter, wo er das sehr lächelnd sieht und nach X-Men sich wieder zurück in sein altes Franchise begibt. Und es wird ihn weich und wattig auffangen, ja, also, und alle werden ihn lieben. Er hat, wenn man sieht, merkt man schon, dass er auch durch diese neue Art der Serieninszenierung, wo man wesentlich mehr draußen dreht als im Studio... Damals war wirklich 80%, 90% Studio, dass er sehr viel mehr Spielfreude hat. Also ja. Ich hatte das Gefühl, er war wesentlich begeisterter bei der Figur in dem Trailer, mehr kann man ja noch nicht abschätzen, als er es teilweise damals war. Man muss es zugeben, er hat sich gesteigert, er ist wirklich jetzt Captain Picard. Er ist diese Figur. Ja, er ist und vereinnahmt sie und packt sie mit Liebe in eine neue Serie. Kommen wir zur nächsten. Zur nächsten Serie. Ganz genau. Nächste Serie basiert auch auf einer Grafiknovelle, einer amerikanischen. Einem sehr erfolgreichen Kinofilm. Sehr erfolgreichen Kinofilm. Genau. Und zwar Watchmen. Watchmen war ja schon eine Gesellschaftskritik auf die Welt aus der Sicht der Superhelden. Was wäre, wenn sie die Kontrolle übernehmen würden, um die Menschen zum Frieden zu bringen? Richtig. Aber es läuft natürlich nicht so, wie es immer sein soll, weil auch die, ja, wie soll man sagen, die Superhelden ihre dunklen Seiten haben und nicht immer so gerecht sind, wie man sich das vorstellt. Es ist wieder eine Rückkehr in die dystopische Welt. Genau. Es spielt aber diesmal wirklich nach dem Kinofilm. Also der Kinofilm ist gewesen, es gibt aber Verweise zum alten Kinofilm. Natürlich sind die Schauspieler nicht die gleichen von damals dabei. Jedenfalls habe ich jetzt keinen gesehen. Aber dafür gibt es eine ganze Menge tolle neue, beziehungsweise tolle alte neue. Wir haben es mit Louis Gossett Jr., der spielt den Old Man. Wir haben Jeremy Irons. Passt perfekt zu Louis Gossett. Ja. Wir haben Don Johnson. Also es wird ein paar wirklich lustige Auftritte geben und die sind 10 Folgen dabei. Das bedeutet... Enemy Mine, Louis Gossett Jr. spielt 10 Folgen TV. Hut ab, Jeremy Irons. Gut, der hat ein Schloss in England, was ständig renovierungsbedürftig ist. Also ich kann verstehen, dass Jeremy Irons Geld braucht. Wer so ein altes Schloss in England hat, weiß, dass das Geld irgendwie verschwindet. Regina King spielt mit, auch eine routinierte, klasse Schauspielerin. Don Johnson weiß man den Namen der Figur noch nicht, aber alle Miami Vice-Leute wissen, der alte Mann hat's drauf. Also es ist natürlich so, dass wir einige Charaktere wiedersehen, die es im, also im Kinofilm gab. Und es sind aber auch neue dabei. Und es, ich habe aus dem Trailer gesehen, dass natürlich auch Verweise zu dieser Zeit, also das, was im Kinofilm, wo die Hauptfiguren zu sehen waren, war ja schon die zweite Generation der Superhelden, dieser Minuteman. Genau. Und es gibt Verweise zu der ersten Generation, aus der natürlich die zweiten entstanden waren damals. Und nicht alle haben auch den Film überlebt, also auch im Kinofilm Sind einige. Auch einige verstorben. Was nun da das Augenmerk ist, ist natürlich wieder eine große Gesellschaftskritik, worauf das, der Blick gerichtet wird, dass eben halt der Frieden nicht unbedingt von jedem gelöst werden kann. Mr. Manhattan war ja damals, oder ist der eben halt auf Mars lebt und als blaues Überwesen, der ja die Kontrolle und der auch hatte und der auch vieles damals gesteuert hat, was er nun macht, ob er wieder dahinter steckt, wissen wir nicht. Er ist auf jeden Fall kurz zu sehen gewesen. Lassen wir uns überraschen, es wird mindestens 10 Folgen geben. Also es ist eine teure Serie, dystopische Serie. Ich bin sehr neugierig darauf, wie man das den Look zwischen den Kostümen
und dem der eigentlichen Handlung, dass es eben nicht lächerlich wirkt, oder ob man das eben in Kauf nimmt, dass es lächerlich ist, dass es gewollt ist und dass das dann sozusagen mit der Handlung, dass man das wieder cool findet. Ich bin neugierig. Der Kinofilm funktionierte, war erfolgreich, war nicht so bombastisch erfolgreich, aber hat eine sehr, sehr treue Fangemeinde. Ich habe immer noch meinen Button. Also es ist auf jeden Fall so, dass Zack Snyder damals visuell ein wahnsinniges Feuerwerk abgebrannt hat bei dem Film. Er ist sehr eindrucksvoll, er ist spannend inszeniert. Der Comic selbst gehört auch in Deutschland zu einem Klassiker mittlerweile. Wie du sagst, mittlerweile. Und also wird auch mehrfach wieder veröffentlicht. Also gehört zu den wenigen Geschichten, die einer der ersten Hollywood-Filme, der Nena-Song mit drin hatte, im Original. Das weiß ich noch, ich habe den in Kanada damals gesehen, ich bin völlig geplättet und habe laut gelacht und alles guckte mich an, weil ich war, glaube ich, wahrscheinlich im Kino die Einzige, die den Inhalt verstand und wusste, woher das Lied kam. Egal. Aber man sollte auch dazu nochmal kurz erwähnen, der Comic, der damals geschrieben wurde, war abgeschlossen. Inzwischen aber, wie es so ist, gab es noch zusätzliche Geschichten. Also es wurde auch dieses Comic-Universum erweitert. Welchen Einfluss das nun in diesen Film legt, das können wir nicht sagen. Das weiß ich nicht. Nö. Werden wir sehen. Wo wird der ausgestrahlt? Bin auf jeden Fall gespannt. Wo wird die Serie ausgestrahlt? Weißt du das? Ist eine Amazon-Serie? HBO. Also es könnte... HBO. Das würde dann wieder Sky Atlantic. Also die könnte genau darüber sein. Sky-Gruppe kann natürlich sein. Auch sein, dass es auf Amazon oder so, dass sie sich doch nochmal einen neuen Deal haben. Kommt drauf an, wie der Brexit verläuft, weil das betrifft auch Sky wieder. Es ist erschreckend, ja. Genau. Dein Lieblingsthema. Ja, genau. Wir sind jetzt bei der nächsten Serie, die sehr überraschend, The Witcher. Diese, ja, in Deutschland sehr erfolgreich, gerade durchs Computerspiel The Witcher von den CD Projekt. Diese Romanvorlage eigentlich, ja, ins unsere Zeitalter geholt haben. Es ist ein polnisches Werk, was ja eigentlich mehr so ein Insider war. Es gab schon mal einen kleinen Kinofilm, also es ist nicht so, dass es nicht schon mal verfilmt wurde. Ja. Aber der ist hier so, man würde ihn unter, ja, die C-Movie ist das höchstens. Das sind die Oliver Kalkofe bei seinen legendären Filmen betrachten würde, wahrscheinlich bei Schläfers. Aber es ist natürlich so, dass das Computerspiel einen wesentlich ernsteren Wert auf diese Geschichte gelegt hat, wie der Roman ja auch, oder die ganzen auch Kurzgeschichten und so weiter sind. Und jetzt hat man gesagt, okay, wir machen eine TV-Serie davon. Wohlgemerkt aber, es ist eine TV-Serie nach den Romanen. Hat mit dem Computerspiel nichts zu tun. Das Computerspiel hat vielleicht einen Einfluss mit auf die Designs gelegt, damit der Zuschauer auch diesen Wiedererkennungswert hat. Ja. So ist Geralt von Riva natürlich sehr, sehr ähnlich, so wie man ihn auch bereits kennt. Zu allem Erstaunen, Ex-Superman Henry Cavill. Obwohl, man muss dazu sagen, Henry Cavill hat bei den Tudors mitgespielt, wurde erfolgreich durch TV-Serien und hat dann den Sprung ins Kino geschafft. Wir wissen, als Superman, das ist ja so ein Dress, dem nicht jeder gepasst hat. Ich fand, er war besser als der Mann davor, der den mal angezogen hat. Ich weiß, es ist lächerlich, aber für mich ist halt Mr. Reeves nach wie vor der Superman, auch wenn es Gummistiefel war und ein furchtbares Kostüm. Es ist manchmal auch schwer, wunderbar. Das Ganze. Genau. Aber Henry Cavill hat sich sehr eingesetzt für die Witcher-Serie. Richtig. Er hat damals das ins Rollen gebracht, als es leicht ins Gespräch kam, dass diese Serie angedacht wird, hat er sofort gesagt, ich will spielen, ich. Hat ein Demo-Video gemacht mit Perücke und alles, und nur für die Fans. Er ist selbst ein begeisterter Computerspieler. Man sagt, seine Rolle bei Superman hat er nicht bekommen, weil er zu sehr World of Warcraft gespielt hat und dort eigentlich überredet wurde, ans Telefon zu gehen. Er wollte nicht weg von dem Spiel. Schwierig, aber Geralt von Riva, das sind Schuhe, die er anziehen kann, die nicht vorbelastet sind. Es hat bis auf diesen polnischen B-Movie da nichts gegeben. Anmerkend, dass die Mythologie des polnisch-russisch-slawischen Raums anders ist. Das ist eine optisch sehr interessante Sache. Ich habe es noch nicht gespielt, aber ich hatte ja mit dir mal das Privileg, vor 4 Jahren in Köln auf der Spielemesse das zu sehen. Ich mochte die Macher sehr gern, die waren wahnsinnig nett. Ich fand die Grafik bahnbrechend damals. Ich fand, die hatten sehr viel Humor. Klar, die europäische Version
ist sehr viel freizügiger als alles das, was man auf dem nordamerikanischen US-Markt vor allen Dingen bekommt. Das wird natürlich jetzt nicht der Fall sein. Das wird sicherlich, genau. Die Freizügigkeit wird sich ein bisschen in Grenzen halten, je nachdem, welche Vorgaben sie haben. Es spielt der Bruder von Mads Mikkelsen mit, Lars Mikkelsen, der ältere Bruder spielt mit. Also die haben teuer eingekauft. Gedreht worden ist, und das fand ich spannend, da Game of Thrones in Spanien gedreht worden ist, also ein Teil ja in diesen berühmten Spaghetti-Western-Kulissen, wollte man aber trotzdem an diese europäischen Fördergelder, und Spanien ist momentan, was das betrifft, sehr großzügig. Man hat auf Teneriffa und Gran Canaria gedreht. Man muss dazu sagen, es sind zwei Vulkaninseln. Man hat da sehr, sehr interessante Kulissen gefunden. Und da kommt dann der Schuh, der dann für Game of Thrones passt. Die Nachfolge-Prequel-Serien, die jetzt für Game of Thrones entstehen, die werden jetzt auch auf diesen kanarischen Inseln. Das ist vielleicht für die Zuschauer ein bisschen doof, weil sie dann nicht immer in die Nationalparks so können, wie sie wollen. Ja. Aber das ist der Effekt. Wie hat dir der Trailer gefallen? Also ich war sehr beeindruckt, vor allen Dingen, weil, gut, er ist noch sehr mystisch, sehr geheimnisvoll. Man hat noch nicht jeden Charakter gesehen. Man hat ihn auch noch sehr geheimnisvoll dargestellt. Seine magischen Kräfte oder auch wie nun die Monster alle in Erscheinung treten, wird auch noch ein bisschen geheim gehalten. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr eng an dem Ganzen, was man so kennt. Und man muss wirklich sagen, man will natürlich die Computerspieler mitnehmen in diese Serie. Deswegen wird optisch dort sehr, sehr viel Ähnlichkeiten zu finden sein. Man sollte vielleicht aber auch anmerken, dass das Computerspiel sich sehr eng an die Romanvorlage gehalten hat und das Visuelle sehr gut übertragen hat. Dann hat natürlich auch in diese Art Filme Herr der Ringe, Peter Jackson hat einen stylischen Einfluss gelegt, der ist auch hier wiederum zu finden. Der also es ist eine Vermischung, Story natürlich genau. Gut reingebracht. Wir alle hat. Wissen, alle großen Filmsender suchen im Moment nach dem nächsten Game of Thrones Erfolg. Genau. Ich denke, Witcher ist da der erste, der da ganz kräftig an den Säulen rütteln wird. Ich bin gespannt. Also der Trailer hat mich auch umgehauen. Ich fand den doch sehr langsamen Einsatz von Musik. Also das war nicht so überkleistert mit Musik. Nein. Das hat mir gut gefallen. War so ruhig. Es ist natürlich auch vieles noch sehr neblig gewesen, aber das ist auch das ein ist Computerspiel. Und wer mal da oben an der Küste war, der weiß, also das ist eine sehr neblig, kalte, merkwürdige Gegend da oben. Da wächst auch teilweise nicht so unheimlich viel. Also das ich bin sehr neugierig darauf, genau. Und freue mich. Und ich weiß von anderen, die Henry Cavill mal interviewt haben, dass es ein wahnsinnig netter Typ ist. Und ich denke, da werde ich mich sicherlich bemühen um Geralt von Riva. Man muss dazu sagen, oder Riva. In Deutsch sagen wird Geralt von Riva. Ja, Geralt von Riva, oder im Englischen Gerald of Riva. Lustigerweise ist der Ort Riva liegt am Gardasee in Italien, aber das ist jetzt nur so eine humoristische Antwort. Das ist ja auch. Riva ist der Fluss im Italienischen. Also 8 Episoden wird die Serie umfassen. Die erste Staffel. Garantiert gibt es eine zweite, weil wenn man schon so viel Kulissen baut, will man natürlich mindestens zwei Staffeln. Die sind auch für zwei Staffeln eingekauft worden. Ich glaube, die haben solchen, wie nennt sich, Close Deal. Das heißt, die haben von vornherein für 16 Episoden haben man die eingekauft, weil die kriegst du sonst nicht mehr für so ein, stell dir vor, die erste Serie knallt durch die Decke, dann sagen die gleich bei der zweiten, ja, jetzt hätte ich gerne das doppelte Gehalt. Auf jeden Fall. Na, also, und 8 Folgen ist vorsichtiger als Game of Thrones. Die hatten 2 Folgen mehr. Das waren immer eine 10er-Packung. Aber wir wissen natürlich auch nicht, wie lange jede Folge sein wird. Aber wir haben noch eine Serie. Wir haben noch eine Serie. Eine haben wir noch. Nein, wir haben noch mehr. Keine Sorge. So. Genau, jetzt haben wir eine weitere Serie, die angekündigt wurde, auch sehr überraschend war, weil sie Gotham ablösen soll. Nicht ablehnen, ablösen. Oder abgelöst hat, Gotham, die Serie von DC, die sich ums Batman-Universum dreht oder den Aufstieg von Batman eigentlich auch so ein bisschen und wie Gotham eben halt unter Commissioner Gordon sich gestärkt aufhört. Wurde, hat natürlich schon diese Welt so ein bisschen vorgestellt und jetzt gehen wir einen Sprung in die Zeit davor. Ein Prequel, ja. Genau, Serie heißt Pennyworth. Wer ist Pennyworth? Ja, ein Butler, Alfred, Butler Alfred. Alfred Pennyworth ist Bruce Wayne's Butler, der Sidekick, der erste Sidekick vor Robin von Batman, wenn man es so will. Er hat ihn. Und da muss ich dich jetzt korrigieren. Entschuldige, dass ich dir ins Wort falle. Ja, das ist er. Aber wie du schon sagtest, wir haben ein Prequel. Das heißt, wir gehen
zum jungen Herrn Alfred Pennyworth. Und wollte ich ja gerade hinaus noch. Ich wollte ja, nur erstmal erklären, dass man ja, weiß, ja. Wer ist Alfred? Was hat er alles für Bruce Wayne getan? Wir sind vor Bruce Wayne da. Es gibt noch gar keinen Bruce Wayne. Nein. Da ist noch nicht mal ein Joghurt auf der Fensterbank. Ja, man sieht da schon einiges. Aber auf jeden Fall, es geht natürlich um diese Freundschaft von Thomas Wayne, dem Vater von Bruce Wayne, und Alfred Pennyworth. Pennyworth, bevor er natürlich der Butler wird. Und es ist was ganz anderes entstanden. At Your Service heißt der Untertitel. Also es geht um Geheimdienst. Zu Diensten, ja. Es ist einfach eine Spionagegeschichte. Also der Macher ist Bruno Heller. Sagt vielleicht jetzt im Moment gar nicht so, aber A, für diese Gotham, ja. The Mentalist und Rome. Und Rome ist wahrscheinlich so das Stichwort. Wir gehen in eine sehr, sehr düstere ein sehr düsteres alternatives England. Das ist so eine Mischung der Mitte 1960er dystopische Mischung. Wir haben eine Queen Elizabeth II. Es gibt so Beatclubs, Jazzclubs, Tanzclubs. Es gibt natürlich auch, wie schon bei Gotham, deutliche Steampunk-Elemente, weil die sind halt sehr populär. Das hat man alles gut durchgemischt. Es gibt auch Nebel. Es ist so ein bisschen, naja, dieses angerauchtere, nicht so top elegante England, wie man es heute kennt. Was mir erzählt worden ist, bevor ich da Interviews machen durfte, sie ist brutaler, die Serie. Sie ist ein bisschen erwachsener. Also man spielt auf dem Publikum plus 16 an. Und es wird auch ein bisschen mehr Sex, also Haut, gezeigt in der Serie. Wir werden Herrn Alfred von einer Seite kennenlernen, wie man sich vielleicht den Butler nicht unbedingt so wünscht. Aber er ist ja noch nicht Butler, insofern darf er das dann ja auch. Ich bin auch gespannt auf die Gegner, auf diese Widersacher, weil das ist ja das, was das Batman-Universum so besonders macht. Diese außergewöhnlichen Bösewichter. Ja. Ich meine, es wird kein Joker auftauchen, es wird auch kein Riddler auftauchen. Aber man braucht diese ikonischen Figuren. Ja. Und da bin ich mal jetzt gespannt, was uns da gezeigt wird. Es sind natürlich immer eine ganze Menge Anspielungen und es sind auch so, fallen auch so ein paar Namen, was denn das für Charaktere im Endeffekt sind. Davon sieht man im Trailer noch gar nicht so viel. Und man greift auf etwas zurück, natürlich auch was getrickst wird. Was ist wirklich, und da musste ich erstmal selber nachrecherchieren, in den 1960ern in England gab. Man muss dazu sagen, England hatte den Krieg gewonnen. Deutschland befand sich im Aufbau. Hier in Deutschland passierte viel und die Gesellschaft hat halt in die Hände gespuckt und hatte das große Glück, dass man sich dank Marshallplan dann wieder aufbauen konnte. In England lief das alles nicht ganz so gut und das bedeutete, dass damals die ja heute auch wieder sehr starken Rechten in England im Untergrund gearbeitet haben. Und das haben die eigentlich immer. Erklärend dazu sagen, es gab während des Zweiten Weltkrieges und davor in Großbritannien sehr viele Sympathisanten für die Nazis und den Kult um die Nazis, weil man ja nicht so eine Ahnung hatte, was die da alles so trieben an negativen Dingen. Und insofern fand man das in England gerade bei den Lords und Ladies teilweise alles sehr, sehr cool, bis man dann irgendwann den näheren Einblick über die Grauen und die Folter und was die hier alles an furchtbaren Dingen angerichtet haben, hatte. Und das hat man für die Serie genutzt. Das heißt, dieses Gefühl, was man ja heute durch die Brexiter wieder sieht, also durch diese merkwürdigen Gestalten, die der Meinung sind, alles 200 Jahre zurückzudrehen, um wieder Rule Britannia überall zu haben, oder in Amerika mit America First und was es da für Abarten gibt, das hat man für die Serie so ein bisschen genutzt, hat das einflechten lassen und hat in diese dystopische Welt, die sich auch ein wenig im Aufbruch befindet, weil eben immer mehr Technik, immer mehr mechanische Dinge eintreten, was dann Thomas Wayne natürlich zur Folge hat, dass man das aufgegriffen hat. Dann hat man, finde ich, unglaublich tolle Schauspieler genommen. Es gibt also Ben Aldridge spielt Thomas Wayne. Ben Aldridge kennt man aus der Serie Rain oder Fleabag, wo er den tollen Namen hat, Arsehole Guy, also der Arschloch-Typ. Aber der ist anscheinend sehr beliebt, weil der ist in vielen Fall. Man hat Jason Fleming, den kennen viele aus SSGB oder anderen Kinofilmen. Da spielt er immer so zwielichtige Typen. Hier spielt er einen Lord Harwood. Und dieser Lord Harwood scheint irgendeine Organisation zu haben. Er ist einmal im Trailer ganz kurz mit so einem Umhang zu sehen, wie er klingelt. Und natürlich hat er einen Handschuh an, weil seine Lordschaft macht sich natürlich nicht die Finger dreckig. Nicht?
Dann gibt es Paloma Faith, die ist im Trailer mehrfach zu sehen. Das ist so eine durchtriebene Blondine, die als Killerin anscheinend unterwegs ist und so ihr eigenes Süppchen da kocht. Also wie gesagt, die Serie ist brutaler als Gotham. Man bekommt mehr zu sehen. Und Jack Bannon spielt den Alfred Pennyworth. Zuerst zu sehen in Die Medici, da ist er mir nicht aufgefallen, bin ich ehrlich. Dann Inspektor Morse, da hat er den Assistenten gespielt. Das war ganz niedlich. Ja, und jetzt ist er der Star einer eigenen Serie. Also wir sehen auch sehr in den Serien, die jetzt kommen, auch sehr viele neue Gesichter. Genau. Und es ist also in England gedreht. In England. Das ist also natürlich auch etwas wieder sehr englisches Schönes. Geld im DC-Universe und sehr, sehr spannende Geschichte. Den Trailer fand ich... In den USA jetzt bereits gestartet. Ich glaube, die vierte Folge oder fünfte ist schon in Amerika gelaufen. Es ist regulär. Ja. Dadurch heißt jede Woche eine Folge von 10 gesamt. Gut. Bin ich mal gespannt. Es hat noch keinen deutschen Release-Termin bisher bei uns. Ah, ich denke, wir können dann von September, Oktober. Auch zum Herbst hin, dass wir da was sehen können. Das wird schneller gehen, weil sonst ist das online zu bekommen. Wir wissen alle, es gibt da Quellen und das wird die Leute nicht daran hindern, die Serie sich irgendwie zu besorgen. Also muss man die relativ zeitnah hier starten. Dafür war sie zu teuer. Die ist sehr teuer. Genau. Und wichtiges Element ist wieder die Musik. Also es gibt sehr, sehr lustige Überraschungen, was die Musik betrifft. Ich kann allen nur empfehlen, ganz genau zuzuhören, was sie da manchmal hören. Dürften ein paar Überraschungen dabei sein. Kann man sich darauf freuen. Nehmen wir jetzt die Serien, die wir vorgestellt haben, die neuen Serien erstmal. Welche, die eine Serie, die dein Highlight jetzt ist? Oh, das ist schwer. Von den Serien, die wieder starten, muss ich ganz ehrlich sagen, bedauere ich, dass The Man in the High Castle schneller endet, als es enden ursprünglich mal angedacht enden sollte. Es ist leicht. Ich freue mich auf The Watchmen. Es tut mir furchtbar leid. The Watchmen, das ist sozusagen meine Nummer 1, weil ich mag diese Art der Serien gerne. Dann kommt Star Trek Picard. Pennyworth kommt sicherlich dann an dritter Stelle. Der dunkle Kristall läuft außen vor. Da lasse ich mich die ganze Reihenfolge. Aber ja. es reicht ja schon. Aber ich muss sagen, das, was mich von denen, was ich jetzt gesehen habe, am meisten überrascht hat, dass mich das als erstes interessiert, ist Carnival Row. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht, weil ich dieses Setting sehr mag, dieses Englische, dass mich das sehr reizt. Auch so Witcher und Watchmen sind so meine Favoriten. Bei Snowpiercer bin ich noch unsicher, wie es ist. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Aber ich freue mich auf Star Trek PK. Also auf alle Serien freue ich mich, muss ich sagen. In diesem also Fall ich werde mir die alle ansehen. Das ist schon mal ganz sicher. Ich habe aber noch ein paar Nachträge. Genau. Es gibt auch auf der Comic-Con eine Menge Serien, die wir vermisst haben, dass sie angekündigt wurden. Obwohl es hieß, sie waren bekannt, dass kommen werden einige Serien, aber anderes hat man noch gar nicht gesehen. Richtig. Man muss dazu sagen, die Comic-Con im Ursprung ist ja mal aus dem Fankult um Star Trek, Star Wars und Ähnliches entstanden. Das heißt also, Fernsehserien haben dort mit den Fangemeinden angefangen, so ist sie gewachsen. Umso überraschender ist, die findet ja immer vor der sogenannten Pilotfolgensaison in Amerika statt, also die Pilot Season. Das ist die Zeit, wenn die großen Film- und TV-Produktionsfirmen erste Folgen von neu angedachten Serienprodukten vor ausgewähltem Publikum zeigen und die werden dann eigentlich auf der Comic-Con schon immer so ein bisschen angekitzelt. Das heißt, und das war dieses Jahr ähnlich wie bei den Kinofilmen Mauer. Sagen wir mal Mauer. Genau. Also die Leute sind ein bisschen überrascht gewesen. Die Zuschauer waren vielleicht auch teilweise enttäuscht. Ich, wie gesagt, war auch überrascht, dass nicht mehr kam. Ich weiß, dass auf der Comic-Con ist noch eine Serie gewesen, die hieß Stumptown. Das ist mit Kobe Smulder. Und die ist dort gewesen, wurde auch gezeigt, wurde gut aufgenommen und hat, jetzt kommt es, einen sogenannten Pickup gehabt. Das ist jetzt nicht ein Auto, was groß ist, sondern das bedeutet, man hat die Serie aufgegriffen, Pick Up, und die kriegt jetzt erstmal 6 Folgen oder mehr und die sind dann werden garantiert produziert, die Summe ist vorhanden. Also ist ja das Neue, also es gibt verschiedene Arten, wie Serien angegangen werden. Einer ist eben halt einen Pilotfilm zu drehen, der wird dann dem Studio vorgestellt und die entscheiden dann,
wie viele Folgen die erste Staffel haben wird. Oder ob es eine Miniserie wird heutzutage. Es ist jetzt nicht mehr so, dass auch 24 Folgen komplett, also maximal 13 Folgen. Ja. Wir sehen neuerdings 8 bis 10. Dadurch, dass sie jetzt nicht mehr sich an die Länge binden, sind so die Standardfolgen. In dem Fall sind es jetzt 6 Folgen, die genehmigt wurden. Richtig. Und die sind, Cobie Smulders ist eine Kanadierin, die alle lieben und mögen. Und ich denke... Also als Agent Hill ist sie sehr beliebt in dem Marvel-Universum. Ja, und alle und unvergessen die... aus How I Met Your Mother. Genau. Und die Serie hat also, wie gesagt, diesen Pick-up bekommen. Denn auch einen Pick-up hat eine Serie bekommen, über die ich nicht so sehr viel weiß. Die nennt sich Evil. Also das heißt zu Deutsch Böse. Da spielt diese Catcher Herbis mit und Mike Coulter, das ist Luke Cage, der Darsteller und oder ein Darsteller aus Luke Cage. Und die haben auch 6 Folgen garantierte Produktion. Dazu kommt ein Spin-off aus dem Weltuniversum des Dick Wolf. Es gibt eine FBI-Serie, eine neue, und zwar Most Wanted. Und die ist sehr interessant besetzt, nämlich mit Julian McMahon. Das ist Nip Tuck, oder man kennt ihn auch aus den Fantastic Four-Filmen zum Beispiel. Da hat er den Bösewicht Dr. Doom gespielt. Keisha Castle Hughes, das ist eine Neuseeländerin, die nicht nur bei Game of Thrones mitgespielt hat, sondern bekannt ist für Whale Rider. Das ist ein ganz bekannter Film. Dann gab es Callan Lutz, das ist einer von diesen Vampiren aus diesem Biss mit der Nacht oder Biss. Ich muss ganz ehrlich sagen, Callan Lutz kenne ich nur aus Expendables 3. Oder daher, siehst du. Und die haben das bekommen. Die große Überraschung war aber, dass die Serie How to Get Away with Murder, die endet. Der Macher der Serie, dieser Pete Nowak, hat aber einen Pick-up bekommen, bevor irgendwas gedreht worden ist. Dem hat man mindestens 6 Folgen einer Serie namens Close-Up genehmigt und vorfinanziert. Und da geht es um eine Highschool-Studentin, die zu Hause in ihrer Heimatstadt Centerville gegen alles Mögliche rebelliert und erwachsen wird nebenbei. Und da habe ich gedacht, ach Gott, ja, brauchen wir das. Aber wahrscheinlich um ein jüngeres Publikum. Auch sehr interessant. Richtig. Und dann gibt es noch Nachrichten von der Lieblingsdarstellerin vieler NCIS-Darsteller, nämlich Abby Schuto war ja ausgestiegen. Pauly Porat. Und die hat eine neue Serie, die heißt Broke. Broke wie Pleite. Und davon gibt es auch mindestens 6 Folgen. Und man hat ihr eine tolle Nebendarstellerin gegeben, nämlich Jamie oder Jamie Camille. Das ist die Jane the Virgin, Jane die Jungfrau. Also auf die Serie bin ich mal neugierig. Ich bin auch sehr neugierig. Das Problem, was sie natürlich hat, ist, dass ihre Figur aus Navy CS unheimlich fixierend ist. Das heißt, die Leute erwarten was Ähnliches, vielleicht sogar schon. Was sehr schwierig ist. Sie hat weiterhin schwarze Haare, aber die Tattoos sind alle abgecovert. Also ja. Das ist schon mal... Sie ist ja eigentlich blond. Also die wenigsten wissen, dass die Frau wirklich im wahren Leben strohblond ist. Sie spielt immer eine jüngere Dame als... ja, sie ist. Sie ist. Und das ist auch sehr erstaunlich. Dann kommen wir zur Gerüchteküche. Die wird eigentlich auch immer gut auf der Comic-Con bedient und war dies Jahr auch sehr ruhig. Aber der absolute Klopper ist, kennst du noch den Film True Lies mit Arnold Schwarzenegger und Jamie Lee Curtis? 1994. Es kursierten ja schon Gerüchte über Gerüchte über Gerüchte. So vor 2 Jahren hieß es, naja, man könnte ja mal über eine TV-Serie zu dem Thema nachdenken. Und jetzt scheint es, ich sage ganz betont, scheint so, wirklich so zu sein, McG, alias Joseph McGinty Nickel, der hat ein Drehbuch geschrieben, zumindest für eine Pilotfolge, und will die Serie True Lies, also eine TV-Serie True Lies, basierend auf diesen Filmereignissen damals mit Arnold und Jamie Lee Curtis, die wirklich brillant komisch war, kreieren. Ich sag dazu, mal sehen, weil... Also da weiß ich auf jeden Fall, James Cameron hält stark die Rechte an dem Ganzen. Deswegen ist auch bisher keine vernünftige Blu-ray-Fassung in dem Film rausgekommen, weil er möchte da selbst Hand anlegen und nicht ein Studio, hat er mal in einem Interview gesagt. Irgendwie ist es immer auf seiner Liste und bei ihm ist vieles auf einer Liste und das dauert Jahre. Das ist ja auch gut so. So, deswegen weiß man nicht, aber McG, muss ich sagen, hat sich entwickelt. Ich war am Anfang mit seinen 3 Engel für Charlie-Filmen sehr skeptisch, was er macht. War mir zu werbelastig inszeniert. Er hat aber mittlerweile einige Sachen produziert, wo ich sehr erstaunt war. Eine meiner All-Time-Favorite-Lieblingsserien hat er mitproduziert, Chuck. Und seitdem hat er bei mir eben halt... Den Stein im Brett.
ich halte was von ihm. Und ich glaube, dass er doch das ganz gut inszenieren könnte. Und die Idee, was daraus zu machen, ist ja auch nicht schlecht. Man kann das auch die ganze Geschichte in die Länge ziehen, ganz viel mehr geheimnisvoller machen. Und ob natürlich, klar, man muss es abgrenzen. Den Humor von dem Film, von dem Cameron da inszeniert hat, der ist, glaube ich, schwer. Oder es ist überhaupt schwer, das Ganze auf aber eine du Serie magst zu übertragen. McG. Ich mag McG. Ich glaube auch, dass er es hinkriegt. Er geht ihn natürlich ein bisschen anders an, aber ich glaube, dass der Geist des Films übertragbar ist. Also prima. Dann habe ich noch eine Überraschung für dich. Okay, der schreibt nämlich noch eine zweite Serie. Und zwar hat die den Arbeitstitel Laurie. Wir wissen, Laurie ist einmal der weibliche Vorname. Das wäre dann im Deutschen die Lore ohne die Hanne. Also keine Hanne-Lore, sondern nur eine Lore. Keine Eisenbahn-Lore möchte ich hiermit betätigen. Sondern im Englischen kann Laurie in dem Fall auch eine Lehre sein. Also etwas altenglisches Wort für Geschichten, Unterweisungen, Wissen, Übermittlung, Überlieferung. Und um sowas scheint es auch zu gehen. Also der Arbeitstitel Laurie umfasst eine Serie über einen einsamen Überlebenden einer alten paranormalen Wesensgemeinschaft, der von der Regierung der USA gezwungen wird, seine außergewöhnlichen Fähigkeiten einzusetzen. Ja, und just in dem Moment, wo er dann gezwungen wird, von der US-Regierung für diese zu arbeiten, um irgendwelche Leute aus dem Weg zu schaffen, taucht ein alter Feind von ihm auf. Man vermutet wohl, der wird dann für die gegnerische Allianz arbeiten. Es ist eine gefährliche Welt voller Mysterien und Magie und er soll diese retten. Für mich klang das so ein bisschen wie der Mann aus L'Atlantis, wir erinnern uns, Patrick Duffy, der als Michael so merkwürdig geschwommen ist. Es klang ein wenig nach Stargate Kommando, weil, ja, und dadurch, dass wir auch Magie und Mysterie haben, vielleicht ein bisschen Charme oder X-Files dabei. Ja, wir lassen uns überraschen. Ganz genau. Kommen wir zu Jet. Jet wurde mich wirklich. Ja, ich habe mich gut vorbereitet, damit ich dich heute überraschen kann und sprachlos mache. Nein, genau. Jet ist eine, Jet, also mit Doppel-T, es geht nicht um ein Flugzeug. Diese Jet ist eine geborene Diebin. Also a natural born thief. Es gibt ja natural born killers. In dem Fall eine natural born thief, eine geborene Diebin, also eine Kleptomanin vom Dienst. Und diese Weltklasse-Diebin Jet namens Daisy Jet Kowalski. Also wir bleiben bei Jet. Daisy Kowalski klingt wirklich. Kowalski ist ein Name, der wird häufig in amerikanischen Filmen benutzt. Aber Daisy Kowalski, ja. Was für ein fieser Name. Der Jet will jeder das. 9 Folgen. Ist eine Ex-Knacki-Insassin und die muss rückfällig werden, um ihre ehemalige Welt, also ihr Geld, ihr Haus, ihr Eigentum wiederherzustellen. Und ja, wird von, muss ich jetzt mal nachgucken hier, sie heißt Carla Gugino und das ist dann sozusagen der Strich zu Watchmen, da hat sie nämlich im Kinofilm damals mitgespielt. Und ihr Nebendarsteller, und das ist interessant, ist Jill Bellows. Jetzt fragst du mich, Jill wer? Jill Bellows ist für alle Fans von Ally McBeal damals. Ich war kein Fan, aber an Billy, dem Anwalt, und Ally McBeal kam man nicht vorbei. Er hat danach noch eine ganze Menge Serien gedreht, aber immer nur kleine Gastauftritte. Ist ein sehr sympathischer Kanadier aus Vancouver, aber hat nach Ally McBeal nie wieder das Fandom und den Ruhm gehabt und wir wollen hoffen, dass also 8 Folgen bei Jet das dann wieder herstellen. Und das war's dann auch schon mit den Überraschungen. 2 Serien habe ich aber auch noch, die jetzt nicht in der ganzen Liste gefallen sind und ich glaube, da werden wir auch extra nochmal drüber reden. Ja. Wir reden ja auch Star schon. Star Wars, The Mandalorian Wars oder ja. The Mandalorian. Ja. War ja nicht viel zu sehen jetzt auf der Comic-Con. Sag doch Boba Fett. Ja gut, die Serie um Boba Fett. Nein, Boba. Aber egal. Da war auf der Star Wars Celebration vorher was gezeigt. Oder Celebration wurde was gezeigt. Das wurde nicht wiederholt auf der Comic-Con. Es war nicht, überhaupt nicht viel Star Wars. Genau, aber es wird ein extra Thema. Genauso wie The Lord of the Rings TV-Serie. Jetzt gibt es den ersten Trailer. Da wurde nichts gezeigt. Das ist aber nachvollziehbar, denn ich glaube, 2 Wochen bevor die Comic-Con anfing, wurde erst entschieden, wo es gedreht wird. Es gab am Ende war die Entscheidung zwischen Neuseeland, wo ja auch die Kinofilme entstanden sind, Schottland oder Irland. Irland hat und Schottland haben beide verloren, weil es eben wie auch immer einen Brexit ja geben wird oder auch nicht gibt.
Und damit nicht klar ist, woher die Kostüme, wer da alles in den Studios arbeiten wird. Und weil das so ist, hat man gesagt, man möchte seinen Frieden haben. Und außerdem ist da unten in Neuseeland auch immer noch dieses Hobbit-Dorf da, was genau man ja nutzen kann. Und das ist wahrscheinlich preiswerter. Inzwischen sind da die Bäume von damals schon sehr viel größer geworden. Und das hat sich natürlich verändert, aber es wird gepflegt und gehegt, weil es ist ein Zuschauer. Oder Magnet. Ist ein Magnet ist, jeder Tourist fährt dahin, es spielt viel Geld ein. Und wenn da jetzt wieder eine neue Serie... Ich vermute auch, dass der Fremdenverkehrsverein von Neuseeland. Das hört sich furchtbar an, der Fremdenverkehrsverein von Neuseeland da ordentlich Geld zugepusht hat. Und die Regierung auch. Und es wird den neuseeländischen Studios viel Geld in die Kassen spülen. Bedeutet aber auch, viele europäische Schauspieler werden wohl weniger Rollen bekommen. Da werden mehr Leute aus Australien, Neuseeland und USA besetzt und es ist weit weg. Du brauchst 1,5 Tage von Europa dahin zu fliegen und ja, es wird eine sehr interessante Sache sein. Da hat es eben nur so eine Art Appetithappen, so ein Thementrailer gegeben. Die sind aber auch auf der Comic-Con bisher nicht so zu Hause gewesen. Nein, nein. Aber das war eine Sache, die man hat erwartet, auch dass da eine Ankündigung von dem Film kommt. Oder von der Serie, besser gesagt. Ja, aber wie gesagt, der hat sich dann nie so zu Hause gefühlt. Das kam jetzt aber erst vor kurzem. Ich vermute, die werden eigene Conventions sich... Wir hatten früher hier in Deutschland auch eine Herr-der-Ringe-Convention. Viele, viele Jahre Erfolg. Die Ringcon, sehr viele Jahre erfolgreich in Bonn. Die kannst du jederzeit wieder aufleben. Und die wird jetzt in Anführungsstrichen neu befruchtet. Die Darsteller, die meisten von damals... leben noch alle, bis auf Sauroman und ähnliche, aber genau. Man kann da viel machen. Lass uns überraschen. So, jetzt haben wir unseren Rekord-Podcast gemacht. Wir wollten eigentlich nur eine Stunde, jetzt sind wir schon mal 1,5 Stunden von dem Ganzen. Deswegen ganz schnell, wir danken fürs Zuhören. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt, so lange über uns. Dass sie durchgehalten haben. Allgemeines Gequatsche und so über diese Serien. Deswegen vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Sascha. Auf Wiedersehen, sagt Claudia. Während wir uns jetzt auf den nächsten Podcast vorbereiten, seid ihr am Zug. Wir würden uns über konstruktive Kritiken freuen in den Kommentaren oder auch über ein Like, damit wir wissen, woran wir sind. Neuigkeiten findet ihr auch weiterhin auf www.shortview.de.